In diesem Beitrag möchte ich euch einmal meine drei größten Erfolgserlebnisse vorstellen, die ich in meinem Leben hatte. Aber noch wichtiger, was ich daraus lernte und noch wichtiger, was ihr vielleicht lernen könnt aus dem, was ich lernte. Das erste Erfolgserlebnis, von dem ich euch berichten möchte, war schon 1991. Und zwar hatte ich über die Zeitschrift Kapital, die ich damals abonniert hatte, gelesen, dass es einen Preis gibt für den Unternehmer des Jahres 1991, und man konnte sich dort bewerben. Habe ich dann gemacht, so einfach mal so aus Interesse, was denn dort die Kriterien sind. Und die Kriterien lauteten, derjenige Unternehmer oder das Unternehmen gewinnt, das erstens seinen Kunden nachweislich den größten Nutzen bietet und zweitens seinen Mitarbeitern das Gleiche, also wer nachweislich seinen Mitarbeitern den größten Nutzen bietet. Und ich hatte damals mich beworben mit dem Fitnessstudio Fit & Fun in Schweinfurt. Das war damals kommerziell gesehen sicherlich eines der erfolgreichsten, wenn nicht das erfolgreichste Fitnessstudio Deutschlands. Ich habe das mit zwei Partnern 1987 gegründet und knapp drei Jahre später hatte ich schon 2560 Mitglieder und war sehr erfolgreich. Und wir haben dort ganz ungewöhnliche Dinge gemacht mit den Kunden. Wir haben zum Beispiel Spiele veranstaltet. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wer in der Woche so und so die meisten Kilometer auf dem Fahrrad fährt oder ein bestimmtes Ziel auf dem Fahrrad erreicht, bekommt einen Preis bei uns. Wir haben die ganzen Mitglieder in Teams eingeteilt. Wir haben ganz verrückte Dinge mit ihnen gemacht und genau das Gleiche mit unseren Mitarbeitern. Und dann kam ich also schließlich mit dem Unternehmen unter die letzten 10. Und die Endausscheidung war dann an einem Tag, wo für mich ein sehr wichtiger Tag war, nämlich ich trat damals auf einer großen Tagung, einem großen Fachkongress. Mein Vortrag sollte mehrere hundert Teilnehmer haben. Und ich hatte damals schon meine Unternehmensberatungen 3 Stück gegründet und musste da unbedingt dabei sein. Das heißt, ich konnte nicht bei der Endausscheidung dabei sein, bei dem abends dann anlässlich einer Gala die 3 Erstplatzierten dann veröffentlicht werden sollten. Und dann habe ich überlegt, okay, was tue ich? Und aus der Not heraus habe ich meine damalige Leiterin des Fit & Funs, die hieß damals Heike Frank, habe ich gebeten, Heike, fahr du da bitte hin und stell du die Sachen nochmal vor, erzähle darüber und bitte entschuldige mich, weil ich eben nicht dabei sein kann. Das tut mir sehr leid, aber mach du das. Und dann war sie also tatsächlich an diesem Tag dann dort, alle 9 anderen Unternehmer und Unternehmerinnen, und ich war der Einzige, der einen Mitarbeiter schickte. Und es war vielleicht ein goldener Glücksgriff, denn es kam dann besonders glaubwürdig rüber, als sie erzählte, was wir nicht nur für die Kunden taten, sondern eben auch für die Mitarbeiter. Auf jeden Fall, ich war damals in Baden-Baden und abends gingen wir im Rebland schön essen und ich habe gesagt, pass auf, ich gebe dir dann meine Telefonnummer durch. Damals gab es ja noch keine Handys von diesem Lokal. Frag mich dann bitte und gib mir bitte durch, welche Platzierung wir erreicht haben. Das interessiert mich dann schon. Und es dauerte und es dauerte und wir waren schon beim Essen und ich war schon unruhig. Und da habe ich mir gesagt, naja, wahrscheinlich ruft sie nicht an, weil wir wahrscheinlich nicht unter den ersten 3 gekommen sind. Und dann plötzlich kommt der Kellner und sagt, der Höller hat einen Telefonanruf für Sie. Und ich laufe nach vorne und ich nehme den Hörer und ich war ganz aufgeregt und ich sagte, okay, Heike, was ist los? Erzähl, wie viele sind wir geworden? Haben wir es unter die ersten 3 geschafft? Und sie sagt, nein. Und ich habe schon mich gefühlt, na okay, dabei sein ist alles. Ich habe es immerhin probiert, besser dabei sein und probieren als gar nicht probieren. Und sie sagt, nein, wir sind nicht unter die ersten 3 gekommen. Du hast gewonnen. Und in dem Moment hat mein Körper plötzlich Glückshormone ausgeschüttet. Und ich habe dann, glaube ich, ein bisschen geweint am Telefon. Bin zurück zum Tisch, zu meinen Mitarbeitern. Dann haben die gefragt, was war denn los, was passiert? Sag ich, nein, Champagner, ich bin Unternehmer des Jahres geworden. Habe dann auch einen Preis bekommen über 25.000 Mark, der dann gleich in einen Seychellenurlaub investiert wurde. So, jetzt ist die Frage für dich natürlich, was habe ich daraus gelernt? Nun, etwa für 4, 6, 8 Wochen schwebte ich auf der Wolke 7. Ich habe dann Zeitungsinterviews gegeben. Ich habe das natürlich dann auch im positiven Sinne ausgeschlachtet. Ich habe überall Anerkennung und Lob bekommen. Und so nach 4, 6 Wochen plötzlich fiel ich in ein Loch. Warum? Ich hatte ein großes Ziel gehabt und ich habe es tatsächlich erreicht. Und ich habe 2 Dinge vergessen. Das ist das, was ich dann daraus lernte, was du jetzt daraus lernen kannst. Nämlich erstens,
wir müssen immer schon das nächste Ziel wieder in petto haben, weil wenn wir ein Ziel erreicht haben und haben kein neues Ziel, dann haben wir plötzlich keinen Antrieb mehr, weil nur wenn wir einen Gewinn vor uns haben, dann stellt unser Gehirn und unser Körper Energie bereit. Es hat dann ein paar Monate gedauert, bis ich mir dann wieder ein neues Ziel steckte, nämlich, dass meine Unternehmensberatungen die Nummer 1 werden sollten. Und ich habe das dann geschafft mit der Unternehmensberatung für die Fitnessclubs. Wir haben es dann geschafft mit der Unternehmensberatung für IT-Betriebe. Wir haben es dann geschafft mit der Unternehmensberatung für Fahrschulen. Wir haben es dann geschafft später mit anderen Firmen. Und das hat mir dann wieder Energie gegeben und dann war ich wieder aus diesem Loch. Aber es hat einige Monate gedauert, bis ich aus diesem Loch wieder heraus war. Und das Zweite, was ich erkannt habe, dass wir neben den Zielen etwas Übergeordnetes brauchen, nämlich wir brauchen einen Sinn. Das habe ich aber erst sehr viel später erlebt, als ich noch viele weitere Ziele erreicht habe und ich irgendwann feststellte, egal welches Ziel ich erreichte, es hat mich eigentlich nicht richtig glücklich gemacht. Und erst als ich den Lebenssinn für mich erkannte, und mein Lebenssinn ist es, möglichst vielen Menschen das Wissen um die universellen Lebens- und Erfolgsgesetze weiterzugeben, und als ich das erkannte, dass das meine Lebensaufgabe ist, war es mir vollkommen egal, ob ich Ziele hatte oder Ziele erreichte oder auch Ziele verfehlte. Es war plötzlich ein höherer, tieferer Sinn und der erfüllt mich heute noch mit Energie. Kommen wir zum Erfolgserlebnis Nummer 2 und das war die Geburt meiner Kinder, vor allen Dingen die Geburt meines ersten Kindes, weil es halt auch neu für mich war. Und ich weiß noch, als ich in Alexander und dann auch später in Maximilian zum ersten Mal nach der Geburt im Krankenhaus auf dem Arm halten durfte, dass mich ein ungeheures Glücksgefühl durchströmte und ich eine Liebe empfand, die vollkommen bedingungslos war. Das heißt, ich habe nichts von diesen kleinen Lebewesen erwartet. Bei Partnern hat man immer Erwartungen. Man will geliebt werden, man will gut behandelt werden, man hat vielleicht irgendwelche Bedürfnisse, die man gestillt bekommen möchte. Also man projiziert von sich in den Partner etwas hinein, was man von ihm oder von ihr dann eben erwartet. Also man stellt Bedingungen, aber ich fühlte reine Liebe. Das ist das, was ich lernte aus diesem zweiten größten Erfolgserlebnis, wenn man es als Erfolg bezeichnen kann, eben Kinder gezeugt und Kinder eben dann in der Welt zu haben, eben diese reine Liebe ohne jede Erwartungen, ohne jede Bedingungen, einfach nur Liebe darauf angelegt, dass ich geben konnte. Und mein drittes Erfolgserlebnis, das war im Dezember 2018 in der Münchner Olympiahalle. Und ich muss halt ein bisschen ausholen. Ich habe mit 16 Jahren mit dem Bodybuilding-Training begonnen, dadurch später dann kam ich auch mit dem ersten Fitnessstudio, das ich gründete mit 19, in die Fitnessbranche. Und natürlich war unser Hero Arnold Schwarzenegger. Also in jedem Studio gab es die Poster, wie er eben seine Muskeln anspannte und er war die Nummer 1 von 1969 bis 1975, sechsmal Mr. Olympia, Mr. Universum, alle Wettkämpfe gewonnen, in diesen 6 Jahren ungeschlagen. Dann ist er zurückgetreten, hat die ersten Filme gedreht und dann 1980, 5 Jahre später, aus dem Nichts sein Comeback und in wenigen Wochen seinen Körper wieder so in Form gebracht, dass er in Sydney, Australien, dann wieder Mr. Olympia wurde. Ein unglaubliches Comeback nach so vielen Jahren und es war einfach unser Hero. Aber später war er nicht nur mein Hero als Bodybuilder, sondern als Hero, als Vorbild. Er ist eines meiner 5 Hauptvorbilder gewesen, die ich ganz bewusst modelliert habe, von denen ich ganz bewusst bestimmte Einstellungen, bestimmte Entscheidungen, bestimmte Handlungen, bestimmtes Wissen von ihnen lernen und aufnehmen wollte. Und er stand für mich immer für diesen ungeheurigen, für diese Zielklarheit. Arnold wusste schon als halbstarker 16-Jähriger, dass er der beste Bodybuilder werden wollte, dann der erfolgreichste Filmschauspieler in Amerika und dann wollte er eben Präsident der USA werden. Gut, das wurde er nicht, weil er ist nicht geboren in den USA, das wusste er als Jugendlicher nicht, aber er wurde Governor und 2-mal zum Governor gewählt. Er hat alle seine Ziele erreicht. Zielklarheit, Glaube und Wille und eben mit eiserner Disziplin die Ziele erreichen. Und dann hatte ich die Idee, irgendwann mal, ich will diesen Arnold kennenlernen und ich habe das dann zwischendurch immer wieder fast geschafft. Einmal hatte ich also einen guten Freund, der eben auch Bodybuilder war, mein erster Studiobesitzer, bei dem ich trainierte,
der Harry Gelbfarb hier aus Schweinfurt, der mittlerweile ausgewandert war nach San Clemente zwischen San Diego und Los Angeles. Und er kannte sehr gut den Arnold, war mit ihm befreundet. Und ich war drüben in San Diego auf einer Tagung und er macht den Termin aus, Arnold zu treffen mit im Training im World's Gym und dann in seinem damaligen Restaurant, was er damals hatte, das Schatzis. Und er holt mich ab, wir fahren die knapp 2 Stunden von San Diego nach Los Angeles in aller Herrgottsfrühe. Und wir sind dort und dann war er nicht da, weil er musste einen Nachdreh machen für den Terminator-Film. Und dann habe ich ihn noch ein zweites Mal verpasst. Aber wieso ist, ich habe dann Ralf Möller dadurch kennengelernt. Und ich wollte immer Arnold mal kennenlernen und habe dann die Idee gehabt, ich bringe ihn als Stargast auf die Bühne bei meinen Power Days vor 10.000 Teilnehmern in der Münchner Olympiahalle. Und ich habe mehrere Jahre gebraucht, ich habe immer wieder Anläufe genommen, immer wieder war ich so weit und dachte, jetzt klappt es, dann ist wieder was schief gelaufen. Und ich habe es dann doch geschafft, nämlich am 6. Dezember war es glaube ich 2018, vor ausverkauftem Haus in der Münchner Olympiahalle, war dann Arnold auf der Bühne und ich hatte Gänsehaut, ich hatte Glücksgefühle, ich hatte es geschafft, diesen Menschen persönlich kennenlernen zu dürfen, ich hatte es geschafft. Was habe ich daraus gelernt und was kannst du daraus lernen? Man soll an seinen Träumen festhalten. Bei mir hat es Jahrzehnte gedauert, fast 40 Jahre, 40 Jahre hat es gedauert, bis ich schließlich Arnold kennenlernen durfte. Und dann kam ein Wunder. Ich habe ihn nämlich dann, nachdem wir geschäftlich, ich habe ihn ja damals engagiert und auch bezahlt, durfte ich ihn dann sogar privat kennenlernen. Und mein ältester Sohn, der Alexander, der Maler, der Künstler, hat ihm sogar Bilder privat in seinem Haus in Beverly Hills vorbeibringen dürfen. Und Arnold ist einer der stolzen Besitzer eines echten Alexander Höller Bildes und ist immer froh, wenn Alexander für seine Charity-Veranstaltungen ein Bild stiftet. Also niemals aufgeben, immer am Ball bleiben, auch wenn du vielleicht glaubst, deine Träume verwirklichen sich nicht. Wenn du stark genug glaubst, dann wirst du am Ende deine Träume leben können.